Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Heute habe ich wieder einen neuen Gast bei mir. Heute ist die liebe Maria Helena Kopp bei mir zu Gast. Und ja, liebe Maria, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Wir haben uns letztes Jahr beim Peter-Denksheim-Kongress kennengelernt, ja, und haben da auch schon bei mir am Bücherstand ein längeres Gespräch geführt. Und du warst auch schon im Januar bei mir in einer Einzelsitzung. Ich hatte die Ehre, mit dir auch mal arbeiten zu dürfen. Und bei meinem Kongress im Frühjahr warst du auch da. Jetzt im Herbst, am 7. Oktober, habe ich ja wieder den nächsten Kongress. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich diesmal die Frauenpower auf der Bühne habe am Nachmittag. Da bist du ja auch wieder vor Ort. Gast, als Gast bei mir auf dem Kongress. Also, meine Lieben, auch hier wieder haben ein ganz interessanter Mensch, wo bei uns auf dem Kongress dann am 7. Oktober ist. Und ich weiß ja von unserer Zusammenarbeit, wo wir miteinander gearbeitet haben, dass du ja auch mit Menschen arbeitest, dass du auch sehr feinfühlig bist und auch mediale Botschaften empfängst. Und ja, liebe Maria, stell dich doch einfach mal ganz kurz für mein Publikum in meinem Kanal vor, was du so machst. Und dann lassen wir es einfach mal frei laufen und wir schauen dann einfach mal, was am Ende unseres Gesprächs hinten rauskommt. Liebe Ja. Maria, dein Wort. Ja. Hallo, lieber Rainer. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Freue mich riesig, dass wir jetzt hier so zusammenkommen. Wie du angesprochen hast schon, wir haben uns kennengelernt bei Peter Denk auf dem Kongress. Und das war eine ganz besondere Begegnung für mich. Bei vielem, was dort präsentiert wurde, was hochinformativ war, ganz gar keine Frage, warst aber du derjenige, der mich am meisten berührt hat, weil einfach dieses Herz da war für die Menschheit. Und das habe ich sehr stark gespürt und deswegen den Kontakt zu dir aufgenommen. Und es hat sich als eine richtige Resonanz im Grunde entpuppt, so wie es dann nach den Naturgesetzen so beschrieben wird, was zusammenkommen soll, soll sich dann zusammenfinden. Und das ist wirklich so geschehen. Und deswegen danke ich dir ganz herzlich. Ja, ich bin Mutter von zwei Mädchen und haben aber eine Patchwork-Family. Und bin in großer Dankbarkeit, habe ich noch zwei Söhne bekommen durch diese Familie. Und das ist wunderbar. Und ich arbeite jetzt mediale Arbeit, die ich weitergebe an Menschen seit knapp 10 Jahren. Habe vorher eine Lebensschule durchlaufen, was viele Menschen erstmal nicht so ganz verstehen, was heißt Lebensschule. Es ist im Grunde diese naturgöttlichen Gesetze, die weitergegeben werden, wie wir als Mensch grundsätzlich funktionieren, wie das Gesetz der Anziehung, Naturgesetz, Aktion, Reaktion und im weiteren Sinne, was auch unsere Eigenverantwortlichkeit und all das angeht, dass wir Schöpferwesen sind von höchster Gattung, die hier wirklich beäugt werden, multidimensional und jetzt sind wir halt in diesem Prozess, der sich lange eingeläutet hat, da unser Bestes da hinzuzugeben, um Mutter Erde zu helfen, diesen Aufschwung wirklich vollziehen zu können, was zwar nach meinen Informationen, die ich bekommen habe, über die Jahre in Verbindung mit Mutter Erde, sie hat das sehr liebevoll ausgedrückt, aber es geht hier um einen Prozess wirklich von Mutter Erde, den wir unterstützen. Und da werden wir von allen Seiten mit liebevollen Herzen und teilweise auch nicht so liebevollen beäugt, weil es doch auch eine Liga gibt, sage ich jetzt mal, die nicht daran interessiert sind, dass wir ganz in unsere Schöpferkraft hineinkommen. Und Mutter Erde ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Und sie ist dankbar für jeden Menschen, der sich wirklich noch mal ganz in sein Herz hineingeht, um diese Verbindung zur Seele noch mal herzustellen und sich der Schöpferkraft wirklich ganz bewusst zu werden. Ja. Und dann hatte ich vor
ja, sind jetzt während der großen C-Zeit ein Thema, was dann auch mir in einer Verbindung durchgegeben wurde, dass wir ganz ruhig sein sollten und diesen Prozess so gut wie es geht mit dem Herzen annehmen, weil es in einer größeren Dimension gesehen werden muss, dass es darum geht, dass die Menschen, viele, die als Pioniere schon Arbeit geleistet haben, ihre Herzen, sag ich jetzt mal, liebevoll gereinigt haben ein Stück und um da der wirklichen Wahrheit, der wahrhaftigen Wahrheit näher zu kommen und nicht dieses Aufgesetzte, was unser Alltägliches umgibt, wie wir in Fallen gelockt werden und immer wieder weiter getrieben werden. Technik, die sich eingestellt hat, wo wir im Grunde aus unserem persönlichen Rhythmus, Herzrhythmus ein Stück rauskommen, sondern dass es wichtig ist, wir uns darauf besinnen, das akzeptieren, weil auch damit ihr Herz gereinigt wird, weil wir alle stark verbunden sind. Sie ist halt Mutter Erde. Wir sind ihre Kinder und sie in der Einheit mit Gott, was mein fester Glaube ist, uns liebevoll als Seelen hier inkarniert aufgenommen hat. Und da gilt es halt für jeden mehr oder weniger, wie er es kann, zu seinem höchsten Wohle und auch immer in seinem, möchte ich sagen, was mir vermittelt wurde, dass jede Seele ihren eigenes Niveau, sage ich jetzt mal, hat, wie sie Verbindung schon zur Seele hat und jede Seele ihren eigenen Auftrag hat, inwieweit sie sich entwickeln will und deswegen diese gute Vorstellung, was viele Herzensmenschen, genau wie du, in uns tragen, dass wir möglichst viele mitnehmen wollen, um das Ganze zu unterstützen. So ist es doch, dass jede Seele für sich das wirklich in freiem Willen entscheiden muss, diesen Schritt zu gehen, weil wir niemanden retten können. Es ist Richtig. einfach so. Und ja, dann kommt halt immer wieder diese Botschaft, dass es gilt, nach uns zu schauen und uns um uns zu kümmern. Und es war ganz interessant. Wir hatten jetzt am Wochenende auch noch mal eine Sitzung mit Leuten, die dann auch Fragen gestellt haben, wo ganz klar rauskam auch noch mal, dass wir uns als Teil des großen Ganzen und immer in der Verbindung und doch gilt es, sich um uns selbst zu kümmern. Und dass wir nach uns schauen, uns wirklich diese Göttlichkeit annehmen, das ist mit das schwerste Thema, was mir so vermittelt wurde, dass wir wirklich in der Gänze diese Göttlichkeit in uns wirklich annehmen, in unserem Herzen und was wir bewirken können, wenn wir unserer Schöpferkraft wirklich komplett bewusst sind. Sehr schön. Und, ja, darum ging es dann. Und das ist meine Aufgabe. Und in den letzten Jahren habe halt viele Menschen da beraten und zur Seite gestanden. Und so ist es, wie auch die göttliche Seite immer sagt, es ist im Grunde einfach. Aber es ist nicht für jeden Menschen, der groß geworden ist in einer Matrix, möchten wir mal sagen, die da abgeändert wurde von unlichteren Kräften. Diese Einfachheit wirklich anzunehmen. Wir verkomplizieren halt vieles in unserem Kopf und denken noch hier und müssen noch da. Und wenn wir wirklich in unser Selbst kommen, in unser Herz kommen und dann darf die Seele sprechen und dann hören wir auch und die Worte unserer Seele. Was möchte eigentlich unsere Seele? Das ist sehr schön gesprochen, dass die Ja. Seele spricht, das, Ja. wow, da kriege ich Gänsehaut und liebe Maria, das ist ja auch genau das, was ich immer sage. Die meisten machen wirklich immer noch den Fehler, die suchen immer im Außen nach Hilfe oder es kommt jemand im Außen, der es richtet für uns. Aber jetzt ist wirklich die Zeit gekommen. Jeder für sich, jede Seele entscheidet für sich selber, ja, wir den inneren Weg zu gehen, ja, an sich innen arbeiten, ja, und die Dinge, die jetzt noch gelöst werden dürfen, ja, deswegen ist auch bei mir reger Zulauf, weil viele Menschen einfach noch ein paar Impulse brauchen, ja, viele alte Geschichten kommen noch hoch, die möchten jetzt transformiert werden, in Liebe aufgelöst werden, ob das jetzt Geschichten aus früheren Leben sind oder einfach noch
Dinge, wo einen in diesem Leben belasten, das dürfen wir jetzt alles loslassen, weil die Energie fahren jetzt wirklich massiv hoch. Ich weiß nicht, wie hast es du verspürt? Also ich kann jetzt wirklich nur von mich reden. Für mich waren die letzten Wochen sehr, sehr also sehr intensiv. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, wow, gut, du weißt ja, ich habe ja Hundebabys da, okay, die sind jetzt alle bei ihrer Familie. Aber es war diesmal wirklich sehr intensiv. Ich weiß nicht, da haben die Welpis so viel Kraft gezogen, dass die Energie, unsere Energie in die neue Familie mit eintragen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, und ich lese es auch in der alternativen Medien immer mehr, dass viele merken, dass im Moment gerade Prozesse laufen. Ja, die Energien müssen ja wirklich integriert werden. Ja, und das drückt sich natürlich ganz, ganz unterschiedlich aus. Ja, man hat auch immer wieder, ich sage immer, man hat auch immer wieder so Wellenbewegungen. Ja. Dann, wo man wieder von der Energie her ganz oben ist, wo es dann wieder heißt, okay, zeig dich im Außen, geh ins Außen und arbeite im Außen. Und dann gibt es einfach wieder die Ruhephasen, wo man einfach nur in sich kehrt, ja, und die Stille genießt, ja, im Hier und Jetzt zu sein. Und das, glaube ich, wird noch richtig an Fahrt aufnehmen. Und alles, was du jetzt so erzählt hast, da bin ich absolut bei dir. Es war auch wunderschön, mit dir zu arbeiten. Ich weiß noch, da ist ganz tolle Energie geflossen. Und wir haben ja im Vorgespräch, haben wir ja uns kurz unterhalten. Du kannst ja auch dich direkt verbinden. Wenn du möchtest, wenn das jetzt für dich möglich ist, darfst du dich gerne mal mit Mutter Gaia verbinden. Und vielleicht kommt ja für unsere Zuschauer da draußen noch eine schöne Botschaft rüber. Ja, Dann lassen wir gerne. uns einfach mal ganz kurz, gehen wir mal beide. Ich schwinge mich natürlich mit ein. Lass uns einfach mal ganz kurz in die Stille gehen, in die Ruhe gehen. Und dann schauen wir mal, ob die Maria für uns noch eine schöne Botschaft bekommt. Ja, Gott zum Gruße, geliebte Seelen, die ihr hier seid, die dieses vielleicht hört oder mitbekommt, denn auch dieses, wenn in diesem Zweierkomplex im Moment noch, so geht auch das in das große Kollektiv und erweitert sich und geht hinein in diese Schwingung, in dieses Göttliche. Und so ist hier ein Thema angesprochen, das jetzt die Mutter Erde, ich hier mich entwickle und dort einen Aufstieg mitgehe, den ihr im Großen und Ganzen unterstützen könnt. Und es ist hier von dieser Stelle klar zu sagen, ich liebe wirklich alle Seelen, die hier inkarniert sind, denn sie haben einen hohen Stellenwert in dieser multidimensionalen Geschichte, die ihr alle, die ihr Abdrücke hinterlassen habt in allen möglichen Dimensionen. Und so seid ihr doch auf diese Erde gekommen, um das Ganze von diesem Planeten aus, diesem wundervollen Planeten mit zu unterstützen. Und es wird von mir beachtet, von mir mitverfolgt und auch von anderen Stellen, die das Ganze zum Guten unterstützen können. Und so ist es hier und das ist das Erste, was ich euch sagen möchte, ihr geliebten Seelen, die ihr eure Arbeit tut, seid kraftvoll in eurem Herzen. Findet die Einfachheit wieder, um euch mit euch selbst zu verbinden, um zu schauen und zu spüren, denn das ist auch das, was ihr alles in euch tragt, in eurem Körper, den ihr mittragt. Denn es ist ja nicht nur euer physischer Körper, sondern der emotional und der Mentalkörper, die alles Mögliche hier aufnehmen und dass ihr in diese Einfachheit kommt,
euch zu lösen, in erster Linie von diesen rein weltlichen Matrixbeständen, wo zum Beispiel vieles durch eure Technik getaktet ist. Die Zeit, die getaktet ist, eure Arbeitszeit, die getaktet ist, ein Plan, wie jeder funktionieren muss, um in diesem großen Weltlichen seinen Platz zu finden, und versucht dort immer noch einmal einen Platz zu finden, wo ihr euch herausnehmt aus diesem Getakteten, aus diesem Zeitabfolge, wo ihr euch ein Stück Zeit aus diesem Ganzen nehmt und ihr euch mit euch selbst in der Stille verbindet. Und es geht nicht darum, dass ihr sagt, das, was ich tue, was ich getan habe, ist nicht gut. Es geht hier darum, dass ihr anerkennt in voller Verantwortung, dass dieses große Spiel, was hier läuft, mit Erde, mit dem Universum, mit allen Galaxien, sie ist so groß, dass ihr es in euren Gehirnen, möchte ich liebevoll sagen, gar nicht aufnehmen könnt. Wir sind ein kleiner Teil dessen, was hier sich gerade abspielt. Und in diesem Prozess könnt ihr mich jedoch gut unterstützen. Und das zum höchsten Wohle, wenn ihr in eure Stille geht, wenn ihr euch selbst noch einmal eurer selbst annehmt und alles annehmt. Es wird immer gesprochen von einem Loslassen. Es wird gesprochen von einem Anerkennen. Was bedeutet dieses Loslassen? Dieses Loslassen, was überall zu finden ist, und instinktiv spüren viele Seelen, es ist wichtig, etwas loszulassen. Es bedeutet jedoch nicht in erster Linie, dass ihr euch von Menschen trennen müsst oder von Freunden trennen müsst. Es ist ein Prozess, wenn ihr in eure innere Kraft geht, in euer Herz geht und dann eure Seele noch einmal hören könnt, vernehmen könnt, werdet ihr euch verbinden mit eurer wirklichen, göttlichen Schöpferkraft. Und hier könnt ihr, indem ihr anerkennt, alles, was ist im Moment, hier und jetzt, was auch immer, ob es ein Streit war mit dem Nachbarn, ob es vielleicht in der Familie ein Thema gibt, was vor langer, langer Zeit eventuell stattgefunden hat, wo ihr Wunden mit hinweggetragen habt und diese Wunden sind immer noch nicht verheilt. Es geht darum, dies anzuerkennen, tiefer zu schauen und wirklich euch zu, in euch hineinzufühlen, was wirkt immer noch, welche Verletzung wirkt immer noch in mir, die ich im Außen durch gewisse Arten, wie ich mich gebe, wie ich mich zeige, wie wirkt das immer noch und wie können wir eventuell darauf zugehen, dies in die Heilung zu bringen? Und der erste Schritt ist, dass ihr es annehmt, alles, was ist, alles annehmt, so wie es ist. Und in diesem Akt, in diesem ersten Schritt, in diesem Akt, in dieser Annahme eurer Schöpferkraft und in der Annahme allem, was sich darunter befindet, unter dieser Decke, in irgendwelchen Kisten, dass es okay ist. Und das ist der erste Schritt schon zur Heilung. Dann darf nämlich ganz die Liebe hineinfließen, göttliche Liebe hineinfließen. Und da ihr verbunden seid, weil alles energetisch verbunden ist, seid ihr in der Einheit mit Gott, habt in der Einheit mit Mutter Erde und allem, was ist. Allem, was euch im Guten unterstützt und wisset, in dieser Anerkennung eurer Schöpferkraft und diesem Wissen, ich bin mit der Seele verbunden, seid ihr in einem Licht. Und da hat alles Unlichte, was sich eventuell zeigen möchte, was mal anklopft, um in die alten Themen wieder hineinzufallen, wo euer Ego reagiert, auf eine Art und Weise, die es zum Schutze wohl war, zu Zeiten, wo ihr das Thema hattet, doch es ist jetzt nicht mehr gefragt. Nehmt es an, lasst es los, indem dass ihr es akzeptiert und indem ihr in diese Einheit hineinkommt, seid ihr ganz voller Licht und somit erhebt ihr euch in eine höhere Frequenz
Und mit dieser höheren Frequenz helft ihr mit, dieses ganze Szenario, möchten wir sagen, ganz locker zu unterstützen. Denn je höher und je mehr Menschen dieses tun, wirklich in ganzer Liebe diese Verantwortung auch übernehmen, was alles auch immer geschehen ist, es ist okay. Es braucht kein Leid mehr stattzufinden. Es ist die Anerkennung, es ist jetzt so. Und damit erhebt ihr die Frequenz. Damit helft ihr mir und helft in dieser ganzen, in dieser Schöpfungsgeschichte einen Stoß, liebevoll möchten wir sagen, zu geben, dass es schneller vorangeht. Und für euch selbst bedeutet es, dass ihr mit eurem Licht, was ihr dann in euch tragt, dass vieles, was auch jetzt immer durch diese Zeitlinien, die sich, möchten wir sagen, kumuliert und zusammengetan haben, es kommt so vieles zu euch aus Zeiten, wo ihr in dem einen Moment noch wart, vielleicht, wenn ihr in euch geht, dass ihr ein Baby wart und im anderen Moment, wo ihr vielleicht um die 20 wart und ihr habt etwas erfahren. Es kommt so vieles zusammen, dass ihr manchmal gar nicht mehr wisst, wo ihr dran seid. Und Menschen, die nicht in einer hohen, lichtvollen Frequenz sind, können dann in eine Art Schockstarre verfallen. Es ist wie eine Psyche, die das nicht mehr tragen kann, die dann auch schnell ins Leid verfällt, wieder in diese Opferhaltung. Und das ist alles ein Bereich, der eher in diesem Unlichten, in diesen niederen Frequenzen sich abspielt. Also ist dieses, und das sprechen wir immer noch einmal, es ist ein einfacher Schritt. Es ist im Grunde einfach, auch wenn es euch mitunter nicht einfach vorkommt, diese Verantwortung für euch selbst zu übernehmen, wie wenn es niemanden im Außen gäbe. Und indem ihr euch verbindet, all das, was ihr spürt und was zu euch kommt, es absegnet und segnen wirklich in dem Sinne, wie Gott es auch segnet, mit eurer Schöpferkraft segnet, es ist okay, es ist in Ordnung. Ihr seid, das macht euch aus. Und das ist auch gut so, denn ihr seid gekommen, um zu lernen. Und man kann den Tag nicht mit der Sonne erfahren, wenn man nicht die Nacht durchlebt hat. Und so ist es zu sehen. In dieser, möchten wir klar noch einmal sagen, Einfachheit, denn es ist ein einfacher Prozess. Ihr seid dann verbunden, kommt mehr in eure Kraft und eure Wahrhaftigkeit. Und das ist der Prozess in diese höhere Frequenz, wo ihr verbunden seid mit mir und mit allem. Und das ist der beste Tipp, den ich jetzt mitgeben möchte. Und dann noch ein zweiter, löst euch wirklich in euch zu fühlen oder immer noch einmal durch Informationen, die an euch herangetragen werden, durch welche Medien, auch immer Medien in dem Sinne, ob es über Fernsehen ist, über Internet, über diese ganzen technischen Möglichkeiten, löst euch daraus, dass ihr leiden müsst für mich, dass ihr leiden müsst, weil so vieles nicht gut läuft, weil so vieles ich ausgebeutet werde oder was auch immer herangetragen werden, was Themen, die jetzt hochpushen, aufpoppen und euch im Grunde klein halten. Sie halten euch aus eurer Schöpferkraft. Sie halten euch klein und kommt raus, denn ich bin Mutter Erde. Ich bin mit aller Kraft hier, war es immer und bin es jetzt. Ich bin in der Einheit mit euch, halte euch in der Liebe, vereint mit Gott, in der göttlichen Liebe und das ist alles, was ihr wissen müsst. Denn indem ihr aus diesem Opfertum, aus diesem Leid für mich heraustretet, habt ihr mehr Kraft und Energie für euch selbst. Alles ist Energie, wisset das noch einmal. Und alles, was euch, möchten wir sagen, vorgemacht wurde, was euch erklärt wurde, wie oder was etwas in Zusammenhang ist, versucht es abzuschütteln, versucht euch dafür zu lösen. Und das könnt ihr, wenn ihr immer noch einmal euch Zeit nehmt, für euch selbst, in euer Herz zu gehen, eure Seele zu vernehmen, in eure Stille, in eure Kraft, in eure Wahrheit durch das Loslassen hineinzukommen. Und dann sind schon viele Schritte getan. Das segne ich dir
Mutter Erde mit in der Verbindung, in der Einheit mit der Gottesquelle, aus der Quelle, aus der ihr alle stammt, und werdet ihr euch dessen noch einmal bewusst, so seid ihr Teil dieser lichtvollen und kraftvollen Verbindung, und dann geht es im Lichten und im Liebevollen gut voran. Geliebte Seelen, ich segne euch, so wie ihr alles segnen sollte, was war, wie ihr alles segnet, was ist, und wie ihr das segnet, was dann auch immer kommen wird. Gott zum Gruße. Lass jetzt einfach mal kurz eine halbe Minute in die Stille gehen, auch für die Zuschauer da draußen, um es einfach nochmal zu reflektieren, was soeben gerade durch dich, liebe Maria, Mutter Erde, durch dich gesprochen hat. Ich möchte mal ein ganz großes Kompliment an dich aussprechen, liebe Maria, weil da gehört sehr, sehr viel Mut dazu, sich mit Gesicht, ja, öffentlich zu zeigen und sage, jawohl, das bin ich stehe dazu, ich kenne das Thema, ja, wo ich mit meiner schamanischen Arbeit angefangen habe, das haben auch viele nicht verstanden. Aber das war mein Seelenweg und ich bin ihn einfach konsequent gegangen. Und das, was du jetzt gerade so von Mutter Erde empfangen hast, hat mich wirklich sehr berührt und fühlt sich absolut stimmig für mich an. Und ich fühle ja auch, dass da noch richtig Großes auf die Menschheit zukommt. Und ich sage das ja nicht immer ohne Grund. Dass das, was jetzt in die nächsten Jahre bis 2030, 32, 33 Jahre rum oder um, da wollen wir uns jetzt nicht dran aufhängen, was hier jetzt auf der Erde passiert, wird wirklich in die Geschichtsannale eingehen. Ja. Und das ist was Einmaliges, was hier passiert. Das möchte ich auch nochmal mit Ausdruck hier wiedergeben. Wir haben jetzt alle die Seelen, die sich dafür entscheiden, den Weg mit Mutter Gaia zu gehen, den Aufstieg auf 5D langsam mitzugehen. Da braucht es keinen Guru im Außen, der einem vorgibt, was er zu tun hat, sondern die Seele geht den Weg, indem sie einfach sich mit Mutter Erde, der Weg geht ins Innere, die Verbindung zur Mutter Gaia, und die Seelen, die bereit sind, den Weg mitzugehen, die werden die Frequenz mitgehen, und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Die ganzen Energien müssen natürlich integriert werden, in unserem System verarbeitet werden. Und das kam ja auch klar in deiner Botschaft raus, ja, dass wir jetzt wirklich nicht ins Leid gehen sollen, ja, was ja auch ganz wichtig ist, auch wenn wir viel Leid im Außen wahrnehmen, ja. Das sind alles noch die Spielfläche von 3D, sage ich. Ich sage immer, wir können uns jetzt wirklich ausklinken aus diesem Spielfeld und uns auf das konzentrieren, mit Mutter Erde zusammen, wie wir die neue Welt gestalten wollen und jetzt ins Tun kommen, ja. Also ich sage immer, das ist immer der falsche Weg, auf einen Erlöser im Außen zu warten, sondern wir müssen jetzt, ja, auch durch solche Videos, durch solche Botschaften, die Menschen einfach dahingehend zu inspirieren, sich mit sich selber, mit seiner Seele zu beschäftigen. Ja, deswegen rede ich auch immer gerne vom Weckruf der Seele. Viele spüren das jetzt einfach innerlich. Sie können es doch nicht greifen, dass da Großes kommt. Und deswegen werden wir noch, wie ich immer sage, viele, viele Menschen brauchen, die Impulse geben, die andere einfach an die Hand nehmen. Viele Menschen ziehen sich auch im Moment sehr zurück. Ja, die können oftmals die großen Menschenansammlungen nicht mehr ertragen. Das sind die sogenannten hochsensiblen, feinfühlige Menschen. Die kriegen natürlich zusehends auch immer mehr Probleme.
Es ist auch in dieser Richtung ganz wichtig, das habe ich jetzt auch lernen dürfen, auch hier immer wieder mal sich abzuschotten, weil die Gegenseite schläft natürlich auch nicht und die schleichen natürlich auch in die Kreise ein und versuchen natürlich noch Seelen abzufischen. Ja? Also ich sage immer ganz bewusst, fühlt es, spürt es, bei welchen Menschen ihr euch angezogen fühlt. Wo ihr in Resonanz geht, dann passt es für euch. Und viele haben nur eine Fassade, eine Maske drauf. Die können zwar alle gut rhetorisch reden, aber im Endeffekt, wenn man genau reinspürt, steckt da nichts dahinter. Oder ist nur das große Geschäft, weil wir dürfen eines nicht vergessen, auch die New Age-Szene oder auch der ganze Esoterikmarkt, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist natürlich ein riesiger Markt, ja. Und da wird natürlich auch ganz bewusst mit der Ängste von der Menschen gearbeitet und wird richtig abkassiert, ja. Also hier muss jeder aber auch für sich, ich verurteile da niemand, das steht mir nicht zu, aber jeder sollte für sich einfach rausfinden, wo er sich hingezogen fühlt, dann wo er in Resonanz geht, ist es für ihn stimmig und da, wo er einfach ein blödes Gefühl hat, da sollte man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich fand deine Botschaft wirklich sehr inspirierend und sehr kraftvoll. Ja, liebe Maria, möchtest du noch, was ist dir noch wichtig, so oder anders ausgedrückt? Ich mache ja immer am Ende meines Gesprächs mit meinem Gesprächspartner bitte ich immer noch meinen Gesprächspartner seine Einschätzung oder eine Botschaft, was ihm noch, was dir jetzt noch ganz auf dem Herzen liegt, was du gerne aussenden möchtest. Ja, wir senden ja. Ja, das muss uns bewusst sein. Wir senden was ins Feld. Na? Ich habe wirklich damals auch eine Nacht drüber geschlafen, bevor ich mich vor der Computer gesetzt habe und dann meine Botschaft, wo ich von Mutter Gaia empfangen habe, dann ausgesendet habe. Und das war aber richtig, weil mein Gefühl hat gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, tu es. Ist da noch bei dir irgendwo ganz tief in dir noch eine Botschaft, die du gern mitteilen möchtest? Was ich dir noch gerne dann in diesem Moment sagen möchte, als ich am Wochenende jetzt diese Sitzung nochmal hatte, ist mir ein Bild auch geschickt worden, weil ich auf mehreren Ebenen diese Informationen erhalte. Also, und da war ein Bild und das fand ich so schön. Also es wurde gesagt, dass jeder wie in einem Ei, im Grunde wie in einem Ei, sich selbst sehen soll. Es war, dass die Menschen dort gesessen haben. Es war vielleicht die übertragene Botschaft, wie in einem Lotussitz, ne, so. Und wirklich auf sich allein in diese Verbundenheit geht mit diesem allem, was eben gesprochen wurde. Und dann war es so, dass ich dann im Nachsatz habe ich dann aber gesehen, wie diese Menschen, die wirklich dies in einem Licht von, und es war wirklich weiß, es war eine weiße Hülle, in der dieser Mensch gesessen hat. Und letzten Ende war dann jeder einzelne Mensch in diesem Weißen, was das pure Leben ist. Und das war mir wie wirklich ein kleines Ei, was zu einem Küken werden kann, wo Leben, das pure Leben darin steckt. Und hier in der Verbindung mit Mutter Erde und Gott, dass es wirklich, dass jeder einzelne Mensch in seinem weißen Kokon oder Ei, wie auch immer, ein Punkt war von diesem Tunnel, den du selbst in deiner Vision gesehen hast, wo sich von dieser alten Erde diese neue Erde entwickelt. Und da war wie so ein Lichtnetz, wie ein Tunnel, der zu diesem hinführt. Und jeder Mensch, der wirklich ganz in seine Wirklichkeit da hineingeht, war ein Eckpunkt von diesem Netz, wo ganz frei jeder den anderen lässt und die, die sich entscheiden oder vom Grab, sage ich jetzt mal, ihrer Seele, jetzt da noch nicht in diese höhere Frequenz hineingehen wollen, dass die in Liebe dieses Netz halten als Tunnel, dass diese anderen in Liebe ihren Weg gehen dürfen. Und dann, wenn dieser Akt vollzogen ist,
dass dann durch einen, ja, zwar bei mir durch einen Sonnenimpuls, die große göttliche Sonne, die dann einen Impuls gab und wo sich diese Lichteckpunkte, diese Menschen dann zusammen in großem göttlichen Licht in diese höhere Frequenz hinein gewandert sind, energetisch gesehen. Ne? Aber es war ein wunderschönes Bild und dieses Gefühl, in dem Ei allein zu sitzen und aber Teil des großen Ganzen zu sein. Und deswegen viele Menschen, denen ich begegnet bin, die dieses Thema haben, sie fühlen sich nicht geliebt oder fühlen sich allein auf dieser Erde. Sie sind Teil des großen Ganzen und sind in der Verbundenheit. Sobald sie in sich selbst sich trauen, hineinzugehen, in ihr eigenes Selbst und in dieser Verbindung, sind sie aber schon Teil des Großen. Also sind nie allein. Und das war wunderschön. Sehr schön, sehr Ja. berührend. Ein ganz tolles Bild. Ich kann mir das auch wunderbar vorstellen. Ich habe das ja auch mal in einer Vision wahrgenommen, wie so eine Art Spinnennetz, ja, wie sich das Genau. in unserer 3D-Matrix immer mehr ausbreitet, ja, und wo überall so Lichtanker oder Lichtpunkte, Licht, ja, Anker. Anker heißt, mit Ja. Gaia sich verbinden. Und die Seelenfamilie jetzt einfach zusammengeführt wird. Und wow, jetzt kriege ich wieder so Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und das passiert auch gerade. Ne? Ich merke ja auch, es kommen plötzlich ganz neue Menschen auf mich zu. Ich bin auch jetzt auf am 7. Oktober gespannt. Also man kennt ja so die Namen. Ja, es waren diesmal wieder komplett neue Menschen kommen. Menschen, ja, ich rede ja Ja. von Menschen, ja, nicht von Leuten. Ganz wichtiger Unterschied, beseelte Menschen. Genau. Und ich freue mich schon riesig drauf auf den 7. Oktober. Du wirst ja auch vor Ort sein. Jawohl. Bist ja auch wieder da. Also, meine Lieben, wenn ihr dann noch Frage habt, wenn ihr das Video angeschaut habt, ich denke mal, die Maria steht mit Sicherheit in der Pause für Frage zur Verfügung. Und Ja. es kommen so viele interessante Menschen diesmal zusammen. Und ja, also ich kann wirklich nur sagen, ganz toll, was gerade eben geschieht. Ja, klar, energetisch passiert natürlich auch viel. Das hat natürlich auch teilweise körperliche Reaktionen, dass man sich mal schlapp fühlt, dass man Herzrasen kriegt oder sich müde fühlt. Dann gebt eurem Körper einfach die Ruhephase, die Ruhe, viel Schlaf. Dann braucht der Körper das und dann kommt dann wieder Energie, wo wieder gepusht werden, wo man wieder so energiegeladen ist, wo man sagt, jetzt muss ich wieder nach draußen gehen. Und ja, und ganz, ganz toll. Und ja, liebe Maria, wunderbar. Ich danke dir und ich denke mal, vielleicht noch eine persönliche Botschaft für dich, von dir an mein Publikum. Noch so ganz ohne zu überlegen, ganz spontan, intuitiv aus dir heraus, was möchtest du noch gern zum Ende unserer Sendung noch gern sagen? Was auch immer jetzt da ist, was auch immer gezeigt wird, was auch immer für Informationen kommen, lächelt. Seid dankbar, dass ihr eurem Ruf der Seele gefolgt seid, dass ihr hier seid. Lächelt und nehmt es einfach an. Und so ist der nächste Schritt schon, es ist schon in der Heilung. Das ist das, was ich sagen kann. Jeder für sich, ohne ins Außen zu gehen, nur für sich und wie ein kleines Baby, was die Welt anlächelt, im schönsten, mit glänzenden Augen, da ein Stück wieder hinzukommen und alles andere, okay, es ist da und ich bleibe in meiner Ruhe, in meiner Wahrheit, in meinem Licht und das wird ganz viel helfen. Wow. Wunderbar, danke für die tolle Botschaft und ich Gerne. möchte noch ergänzen, vielleicht noch am Schluss, versucht einfach auch, wenn es im Außen chaotisch ist, geht wieder in die Freude, die Ja. Lebensfreude, bejaht das Leben wieder. Und ihr werdet sehen, ihr baut ein ganz anderes Feld um euch auf und ihr werdet dann natürlich auch auf eure Mitmenschen im positiven Sinn wirken, genauso wie wenn ich immer nur mich mit den Negativschlagzeilen beschäftige. Das zieht mich ja auch energetisch runter. Seid euch einfach dessen immer und immer wieder bewusst, auf was ihr euer Energie lenkt. Dem gebt ihr Kraft. Und in diesem Sinne,
Liebe Maria, ganz, ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und ich freue mich schon auf den 7. Oktober, wenn wir uns dann wieder persönlich treffen. Ja. Dann mit Sicherheit, vielleicht am Freitagabend noch, wenn wir Aufbau machen, vielleicht Ja. auch nochmal ein schönes Gespräch führe und mach Gerne. weiter so. Ich würde noch du hast ja mit Sicherheit noch irgendwo eine Homepage oder was, wo man dich finden kann. Ja. Dann sei so lieb, schick mir dann noch deine Informationen, wo die Menschen dich finden können. Dann werde ich das dann unter der Videobeschreibung noch verlinken, sodass, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann mit der Maria Kontakt aufnehmen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gern eure Däumchen nach oben zeigen, es we gerne weiterverteilen, wenn es euch wirklich angesprochen hat. Oder auch in die Kommentare eure Kommentare dazu reinschreiben, was ihr bei dem Gespräch oder auch das, was jetzt Maria gechannelt hat von Mutter Erde. Gebt uns ruhig eure Rückmeldung, wir freuen uns drüber. In diesem Sinne, bleibt in eurer Kraft, in eurem Vertrauen. Liebe Maria, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, Rainer, dir Ja, für die Möglichkeit hier und genau. liebste Grüße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Tschüss.